Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt und wir sind heute bei dem 2. August und in den Losungen von Daniel 9, 14 lesen wir: Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Wir wissen, Daniel war der Deportierte mit seinen Freunden zu Nebukadnezar und dort hat er seinen, ja, wie soll ich sagen, Aufstieg erleben dürfen. Trotz aller Gefangenschaft, trotz aller Gefahren, trotz aller, ja, vielleicht auch ein Stück weit Unterdrückung. Wobei wir aber lesen in Daniel, dass Daniel und seine Freunde in besonderer Weise von Gott gesegnet wurden. Sie waren treue Männer, die auch bereit waren, ihr Leben aufzugeben, damit die Herrlichkeit Gottes groß und bekannt wird. Sie waren bereit, gehorsam zu sein bis in den Tod. Wir wissen, dass die drei Freunde in der Abwesenheit Daniels, weil sie Gott mehr gehorchten als dem König, in einen Feuerofen geworfen wurden. Man sah aber dann, nachdem diese drei im Feuerofen waren, vier Personen, die sich natürlich die Schächer nicht erklären konnten. Für Sadrach, Mesach und Abednego war das eindeutig. Es stand ein Engel Gottes daneben. Und ich glaube sogar nicht nur ein, sondern der Engel Gottes, welcher ist Jeschua vor seiner Menschwerdung. Er schützte seine drei treuen Untergebenen. Er war bei ihnen. Und da sehen wir schon das, was Daniel anspricht. Gott ist gerecht in allen seinen Werken. Gott hat auf der einen Seite zugelassen den Feuerofen, auf der anderen Seite hat er sich selbst hineingestellt und die drei geschützt. Denn als sie herauskamen, war nicht ein Härchen an ihrem Körper oder eine Fussel an ihrem Gewand angesenkt. Sie rochen nicht einmal nach dem Rauch und Feuer. Gott hat zu seinen Leuten gestanden. Und dann, kurz danach, kam Daniel von einer Rundreise zurück, denn er war ja einer der höchsten Beamten im Land. Und da haben die anderen versucht, ihm ein Bein zu stellen, indem sie vorher dem König gesagt haben, das sind Leute, die beten immer noch andere Götter an. Aber interessant ist, ich würde das heute schon als Antisemitismus bezeichnen, denn es ging nicht um David als Person, sondern David als Jude, weil er anders lebte als sie, weil er einen anderen Gott anbetete als sie. Und man hat also dem König da, ohne erst auf Daniel hinzuweisen, davon gesprochen und man soll eine große Statue aufstellen. Und dass man einen Monat lang nur von dem König erbitten darf und nicht von anderen Göttern. Das war ja auch der Grund, warum schon einmal die drei Freunde im Feuerofen gelandet sind, weil sie sich nicht gebeugt haben vor diesem Götzen. Und als dann Daniel zurückkam und davon erfuhr, da heißt es, dann ging er sofort auf seine Kammer, denn er hatte eine Dachkammer mit offenem Fenster Richtung Jerusalem gerichtet. Und er ging dort dreimal, das war seine Angewohnheit sogar. Es war nicht nur jetzt aus Not heraus, sondern es war sein Lebensstil, dass er dreimal Gott lobte, pries und anbetete und auch ihm seine Not und Probleme sagte. Man hat es dem König mitgeteilt, Daniel betet schon wieder Richtung Jerusalem.
Und du hast ein Gesetz der Meder und Perser, das kann nicht einmal der König umstoßen. Und so musste der König zulassen, dass man Daniel verhaftete und in die Löwengrube warf. Er versuchte zwar, Daniel irgendwie frei zu bekommen, aber er musste sich dem Gesetz beugen, das er erließ. Man ließ den Daniel in die Löwengrube, deckte sie ab und der König ließ es sogar versiegeln, weil er seinen eigenen Leuten nicht mehr traute. Was jetzt Daniel die ganze Nacht mit den Löwen getan hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, so steht es in der Schrift, dass Gott einen Engel gesandt hat, der den Löwen das Maul zuhielt. Daniel kam am anderen Morgen komplett unbeschadet heraus, wodurch dem König der Beweis geliefert wurde, der Gott Jahwe, der Gott der Hebräer, ist der wahre Gott. Und daraufhin ließ er die Verleumder sofort in die Löwengrube schmeißen. Und die haben nicht einmal den Boden berührt, waren sie schon ja in der Luft zerrissen. Gott steht zu seinen Leuten und alles, was er tut, ist gerecht. Denn es geht darum, sich als der ewig wahre Gott zu offenbaren. Er tut auch viele andere Dinge. Wenn er einen Menschen in die Hölle verdammt, weil er nicht Buße tun will, ist es ein gerechter Akt. Denn Gott handelt nach seinem Gesetz. Er muss so handeln, weil sonst würde er vor anderen Menschen als unglaubwürdig dastehen. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Mensch zu ihm kommt und Buße tut und umkehrt, handelt Gott wiederum gerecht, denn er vergibt. Und da geht aber dann schon Recht vor Gnade, Gnade vor Recht. So ist unser Gott. Er ist kein zürnender und Rachegott, wie er oft hingestellt wird, sondern so wie er von den Menschen erwartet, dass sie nach dem Gebot leben, so handelt er nach dem Gebot. Aber wenn aufrichtige Buße getan wird, ist Gott total froh und lässt Gnade vor Recht ergehen und vergibt im Namen Jeshua. Im Römerbrief lesen wir Kapitel 2, Vers 11, es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Er hat also da keine, andersrum, mit diesem Vers wird eine christliche Lüge, der Lüge überführt, denn es gibt Christen, die behaupten, es gäbe eine Vorherbestimmung. So nach dem Motto, Gott hat schon ausgesucht, wer gerettet wird und wer nicht. Punkt 1, unsere ganze Mission wäre umsonst. Und Punkt 2, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Das heißt, nicht wie der Mensch ausschaut, wie der Mensch ist, ob er gut und besonders ist, sondern jeder, der Buße tut und die Gnade erbittet, wird errettet, ohne Ansehen der Person. Und darauf dürfen wir achten. Gott ist gerecht. Gott handelt gerecht. Gott redet gerecht. Sein ganzes Wort, das wir lesen können, zeugt von seiner Gerechtigkeit. In einem Land zum Beispiel, wo Todesstrafe üblich ist, so hat das die Obrigkeit das letzte Wort. Da hält sich Gott raus. Und wenn die Obrigkeit einen Menschen zum Tode verurteilt, ob Recht oder Unrecht, Gott wird am Ende seine Gerechtigkeit einsetzen und für die Unschuldigen in den Riss treten. Wir dürfen auf Gott vertrauen. Du darfst auch heute wieder, den Tag hindurch, auf Jahwe vertrauen, dass er dich mit Liebe umgibt. Seine Gerechtigkeit besagt,
dass die Tür so lange offen ist, bis du dich bekehrst oder Jeschua wiederkommt. Es ist eine wunderbare Sache, solange du lebst, kannst du immer noch durch die enge Tür, durch die enge Pforte. Ich möchte dich einladen, komm und lass dich erretten im Namen Jeschua. Gott ist gerecht und er wird nie ungerecht mit jemandem umgehen. Ungerecht bedeutet aber nicht, alle fünf Grade sein lassen, sondern seinem Gebot, Gesetz entsprechend, wird Gott gerecht handeln. Und über seinem Gesetz steht nur eine Instanz, Jeschua mit seiner Gnade. Und wenn jemand Jeschua annimmt, wird Gott dich heiligen, dir vergeben und dir ein neues Leben schenken. Jeschua starb für dich und für mich aus Liebe, weil das die einzige Chance war, einmal von der, ja, wie soll ich sagen, über die Gerechtigkeit etwas zu tun und zu retten. Denn Gott will uns retten, aber er muss seinem Wort getreu bleiben. Komm zu Jeschua, das ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Amen.